Guten Abend. Oh, wunderbar geputzte Leuchter. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben. Das ist richtig. Man. Erzählen Sie was darüber. Ja, also wir haben diese beiden Leuchter geerbt von einer Tante, die vor 4 Jahren verstorben war. Seitdem haben wir sie in unserem Besitz. Also, diese Leuchter sind ein Silberleuchter in Bronzeform. Also die Urform ist ein Bronzeleuchter, und zwar ein französischer Leuchter, der entstanden ist zwischen 1798 und 1800 ungefähr. Denn er verkörpert den Stil Retour d'Égypte. Also Napoleon war 97 nach Ägypten aufgebrochen, dann ist er ja da ziemlich untergegangen und hat sich verdrückt und hat natürlich das trotzdem als großen Sieg gefeiert. Und er hatte ja verschiedene Wissenschaftler mitgenommen, die dort Zeichnungen gemacht haben, hat viele Dinge in Ägypten auch mitgenommen für den Louvre. Und es wurde ganz große Mode, einfach die Ägyptomanie. Man nannte es Retour d'Égypte, also zurück aus Ägypten. Deshalb haben wir diesen Kopf in Form eines Pharaos und diese Füße hier unten, also alles ägyptische Motive. Dazu Palmetten, die dann noch bis am Ende des Empire und darüber hinaus Mode geblieben sind. Am ganzen Hofsilber Napoleons haben wir diese Art von Palmetten. Und das wurde dann erst einmal in vergoldete Bronzen gemacht. Mhm. Vergoldete Bronzen waren die größte Mode. Napoleon wollte Kaiser sein. Der Kaiser hat Purpur und Gold, nicht? Rotes Mahagoni, vergoldete Bronzen. Und dann später wird das auch als silberne, also im Silber gearbeitet, was besonders schwierig ist. Die Bronze goss man, die war ja nicht teuer. Das Silber musste hohl bleiben, sonst war es viel zu teuer. Es wurde immer zweischalig gemacht und dann verlötet, damit es innen hohl war, was sehr, sehr schwierig ist. Die Nähte gingen wieder auf, die hatten ja nicht diese Möglichkeiten wie heute. Und dann gab es eben diese Dinge als Silberleuchter. Sie sind auch aus Silber und sie haben auch Marken, aber erst möchte ich mal wissen, was Sie schon drüber wissen. Ja gut, was kann man drüber wissen? Wir haben natürlich die Marken gefunden, das heißt, hier ist eine Marke drauf, die heißt CW. Das wäre sozusagen das Kürzel für Karl Weißhaupt. Ja, sogar ausgeschrieben hier. Genau. Braucht man nicht mal zu kürzeln. Wenn man dann im Internet ein bisschen recherchiert, über Karl Weißhaupt bzw. sein Vater Anton Weißhaupt, weiß man, wann die gelebt haben und wer diese Leuchter überhaupt gebraucht hat oder hergenommen hat. Und das war unserer Erfahrung nach, war das Maximilian I., König von Bayern. Das dürfte um 1825 gewesen sein. Haben Sie natürlich gleich mal in die oberste Schublade gegriffen. Wenn es Maximilian gewesen wäre, dann hätte er sein M und auch die Krone draufgesetzt. Ja, es ist natürlich die gleiche Zeit. Es ist um 1820. In der gleichen Art sind auch für den Hof Sachen geliefert worden. Es ist sehr neues Silber gemacht worden. Sie können in die Residenz gehen, wunderbare Sachen da, nicht? Aber wenn es eben wirklich für den Königshof gemacht worden ist, dann waren auch Krone und Chiffre drauf. Aber die reichen Bürgerlichen, die großen Adligen, haben sich natürlich auch so etwas gekauft. Also es war zumindest der Silberschmied, der für den König damals sehr viel gemacht hat. Es ist ein sehr bekannter Silberschmied. Die Leuchter sind in einem wunderbaren Zustand, abgesehen vielleicht unten. Die Dame war zum Schluss blind. Und da sind Sie ihr wahrscheinlich schon mal runtergefallen. Geben Sie es zum guten Goldschmied, der Also das kann man alles richten lassen. Sie sind jedenfalls in einem 1A-Zustand. Und das wird auch honoriert durch den Wert. Solche Leuchter liegen um die 2.500 bis 3.000 Euro. Wir wollen sie nicht verkaufen. Schade. Wir wollen sie in der Familie behalten. Sie wissen ja, wie das ist. Sie kriegen 2.000 Euro dafür. Das Geld ist gleich weg und die Leuchter sind auch weg. Vielen Dank. Wir bedanken uns auch. Vielen Dank.